Herzlich willkommen zurück zu meinem Skyrim Platin Walkthrough, Ladies and Gentlemen. Wir besorgen uns ein weiteres dätrisches Artefakt. Und zwar der Schädel. Der Schädel der Korruption. Wird es heiß hier oder liegt das nur an mir? Und weg hier. Das lassen wir mal besser ablassen, ne? So. Wir besorgen uns den Schädel der Korruption. Und zwar fehlen uns jetzt, glaube ich, noch 2 dätrische Artefakte. 2 müssen es sind. Und zwar müssen wir dafür einmal noch Dämmerstern. Oh yeah, baby. Let's go. So. Wir packen die Klingen wieder weg. Und zwar suchen wir... zum windigen Gipfel. Let's go, let's go. Ein Fluch, das ist es bestimmt. Ich muss aus dieser Stadt verschwinden. Irgnir, reißt euch zusammen. Es sind doch nur Träume. Sagt es ihr, Erandur. Hört auf euren Freund, Fruki. Das sind nur Träume. Das ist ganz normal. Es ist immer wieder der gleiche Traum. Oh, glaubt ihr, das ist normal? Hallo. Das ist eine ganz üble Sache. Na? Erandur. Sie hat gar nicht so unrecht. Ihr erzählt uns immer, dass diese Träume völlig harmlos sind. Aber es muss sich um ein Omen handeln. Lasst ihn sprechen. Er versucht uns zu helfen. Oh. Hört bitte zu. Ich tue, was ich kann, um diese Albträume zu beenden. Hallo. In der Zwischenzeit müsst ihr stark bleiben. Aha. Und auf Lady Mara vertrauen. Das werde ich. Danke. Ich arbeite in der Mine, so wie alle anderen auch. Das ist mir scheißegal. Was beunruhigt euch, mein Sohn? Was geht denn hier ab? Ich arbeite in der Mine, ich will keinen Ärger. Was ist hier? Was ist mit allen los? Erklär's mir. Die gesamte Stadt wird von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Die Leute sind in großer Gefahr, aber ich fürchte, ich kann nur wenig dagegen tun. Joa, war ja wahr. Was kann man dagegen tun? Träume sind nicht die Wirklichkeit. Diese Träume wurden von der dädrischen Fürstin Vermina erschaffen. Sie hat ein unstillbares Verlangen nach unseren Erinnerungen. Dafür hinterlässt sie uns Albträume, ähnlich wie ein Husten, der das Symptom einer schweren Krankheit sein kann. Ich muss ihren Einfluss auf diese Leute beenden, bevor dauerhafter Schaden entsteht. Wie lautet euer Plan? Ich muss zur Quelle des Problems zurückkehren, zum Tempel des Nachtrufers. Vielleicht möchtet ihr mir dabei helfen. Ajo, kann ich machen. Ich habe schon zu viel gesagt. Wenn uns jemand belauscht, könnte es eine Panik geben. Ich bitte euch einfach, mir zu vertrauen und mir dabei zu helfen, die Albträume in Dämmerstern zu beenden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich vertraue dir. Wie kann ich helfen? Wunderbar. Lady Mara wird sehr erfreut sein. Der Tempel des Nachtrufers ist nur einen kurzen Fußmarsch von Dämmerstern entfernt. Los, wir müssen uns beeilen. Wunderbar. Lady Mara wird entzückt sein. Folgt mir. Ich folge Ihnen, Mister. So. Komm, wir warten mal. Komm, dann lauf. Der Tempel ist hier ungefähr irgendwo hier, oder? Ja, müsste irgendwo hier sein. Wir laufen dem guten Mann einfach mal hinterher. Oh, 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 oh. Folgt mir hier entlang. Mein Lieber. Ich arbeite in der Taverne zum windigen Gipfel. Ihr solltet mal vorbeischauen. War ich gerade. Geht's nur ab. Ah. Kotlak Weißmähne befindet sich jetzt an einem besseren. Es ist schön, diesen Leuten endlich helfen zu können. Ihre Leiden hilflos mit ansehen zu müssen, war eine schwierige Sache. Aber ja, aber. Als ob es dich wirklich kümmert. Du bist ein Guter, hä? Du bist ein Guter. Der Turm auf diesem Berg ist unser Ziel. Der Turm auf diesem Berg. Also wir nennen ihn den Turm der Dämmerung. Ich bin mit der Geschichte des Turms nicht vertraut, aber bevor darin der Tempel des Nachtrufers errichtet wurde, stand er lange Zeit leer.
Als der Tempel noch genutzt wurde, haben die Priester sich nur selten in Dämmerstein blicken lassen. Sie zogen ein abgeschiedenes Leben vor. Der Tempel ist jetzt seit Jahrzehnten verlassen. Seltsam, oder? Eine Ruine in einer Ruine. So, er kommt hinterher gerannt. In der Eingangshalle des Turms habe ich einen kleinen Schrein für Mara errichtet. Ich hoffte, von ihr geistliche Führung zu erhalten. Vielleicht wurden meine Gebete erhört und euer Besuch in der Ja. Wir gehen schon mal vor. Weil uns erwartet wahrscheinlich wieder was Böses im Busch. So. Zackala! Oh yeah, baby, level up. Natürlich auf Gesundheit. Wo sind er? Serana, wo ist er? Ja, wo ist denn der? Oh, du Depp. Du hinten steht da. Du hinten steht da wie bestellt, nicht abgeholt. Alter, was bewegst du dich denn? Oh, das ist ein richtiger NPC. Ey, hopp, away, aber. Gib Gas. Aber sonst geht's noch. Oh, was brennt denn drinnen für Feuer? Ah, waren wir schon. Mammutlager. Mammut und Riesenlager. Eieieiei. Komm, du Pflegefall. Bevor wir eintreten, muss ich euch vor den dort lauernden Gefahren warnen. Vor Jahren wurde dieser Tempel von einer Gruppe von Orks auf der Suche nach Rache über... Nein, da sie wussten, dass sie die Orks nie besiegen konnten, setzten die Priester von Vermina das Miasma frei, das alle in Schlaf versetzte. Warum ist es gefährlich, wenn sie schlafen? Ich befürchte, dass das Miasma nach dem Öffnen dieses Ortes entweicht. Und sowohl Orks als auch Priester aufwachen lässt. Okay. Wenn wir drinnen sind, wird sich alles aufklären. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Und zwar folgendes. War das Juwelier schon mitbekommen, man? Ein Tempel für Priester. Und der wurde dumm und gestürmt von Orks. Da hat es eine riesige Schlacht gegeben. Und am Ende ist halt nur Erde von rauskommen. Und haben dort drin alles auf Eis gelegt. Also da drin ist jetzt alles eigentlich noch im Ruhemodus, würde ich mal behaupten. Und mir wäre wahrscheinlich auch wieder der Auslöser Sinn, weswegen das sobald wieder alles aktiv ist, geht's richtig ab, sage ich euch. So habe ich es mal noch in Erinnerung. Einen Moment, dann habe ich das hier geöffnet. Und alle Priester sind erstmal abgefuckt, weil er abgehauen ist und hat es im Stich gelassen. Aber dabei wäre, wenn er nicht abgehauen wäre, wäre doch alles untergegangen von den scheiß Orks. Salz, Rubin, Seelenstein. Rezept: Atronarenschmiede. Atronarenschmiede? Ah, Feuersalz war das. Hm. Nun kann ich euch die Quelle der Albträume zeigen. Hier drüben. Der Schädel der Korruption. So ist er. Die Quelle allen Leids in Dämmerstern. Wir müssen ins Allerheiligste vordringen und ihn zerstören. Kommt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich warte nur auf dich, Alter.
So. Oh. Wir haben jetzt so lange geschlafen, mein lieber Mann. Wo sind die anderen hingefetzt? Hier. Die haben jetzt echt die ganze Zeit gepennt, Alter. Verdammt! Die Priester müssen diese Barriere bei der Freisetzung des Miasmas aktiviert haben. Sieht nicht aus, als käme man da so einfach durch. Sogar unmöglich. Ich frage mich... Es gibt vielleicht einen Weg, die Barriere zu umgehen, aber ich muss mich in ihrer Bibliothek vergewissern, dass das möglich ist. Ihr scheint eine ganze Menge über diesen Ort zu wissen. Es bringt wohl nichts, die Wahrheit länger zu verbergen. Mein Wissen über diesen Tempel entstammt persönlicher Erfahrung. Ich war ein Priester von Vermin. Warum die Geheimhaltung? Als die Orks den Tempel überfielen, floh ich. Ich ließ meine Brüder und Schwestern hier sterben. In den letzten Jahrzehnten habe ich es immer wieder bedauert und Erlösung von Mara erbeten. In den Jahrzehnten. Und durch ihre Güte werde ich meine Missetaten wieder gut machen. Also mir rettet Mo von mehr wie 20 Jahren ist es schon her hier. In Ordnung, ich bin bereit. Ich habe noch meinen Schlüssel für die Bibliothek. Wenn ihr bereit seid, können wir weitermachen. Gut. Wir dürfen nicht zögern. Wir müssen den Schädel so schnell wie möglich zerstören. Oh, den nehme ich an mich. Ich brauche den. Platinrelevant, Alter. Du machst hier gar nichts kaputt. Wie du schon merkst, Serana ist nicht dabei. Die hat Mugaki Bock auf den Shit hier. Hier oben. Vor allem ist es ja auch ein Tempel. Seid vorsichtig. Wir werden dort drinnen bestimmt weiter. Die wäsch hier drinnen sehen als Vampirin. Komm, lass mich vor, du Eierbecher. Bleib grad Laie. Ja, das guckt schon so blöd. Die Bibliothek war einst mit arkanen Werken gefüllt. Seht sie euch jetzt an. Fast alles ist verbrannt. Ich hoffe, das Buch, das wir brauchen, ist unbeschädigt. Gerade weiter geschlafen. Ohne weitere Unterbrechungen könnten wir vielleicht die Informationen finden, die ich benötige. Wonach soll ich suchen? Wir suchen nach einem Buch mit alchemistischen Rezepten und dem Titel Die Traumreise. Die Traumreise. Auf dem Einband befindet sich das Abbild Verminas. Es müsste hier irgendwo sein. Okay. Wenn ihr die Regale beim Balkon durchsucht, schaue ich unten nach. Warte mal, dann gehen wir mal gerade googeln. Never. Und schwupp. Ayo, guck dir deine Oschi an. Nehmen. Das nehme ich mal an mich. Braucht ihr eh keiner mehr hier? Hey, Kollege. Ich hab da einen fetten Wälzer gefunden. Ja, mein Sohn. Was denn? Wie kann ich euch helfen? Ich habe es gefunden. Lasst mich einen Blick darauf werfen. Mara sei gepriesen. Es gibt einen Weg durch die Barriere ins Allerheiligste. Dazu gehört ein Rezept für eine Flüssigkeit, die als Verminas Torpor bekannt ist. Ist das eine Art Zaubertränk? Ja. Der Torpor verleiht eine Fähigkeit, die die Priester von Vermina Traumreise genannt haben.
Man benutzt Träume, um in der realen Welt Entfernungen zu überwinden. Das ist fantastisch. Ja, sehr erstaunlich. Alchemie und der Segen einer Göttlichen in eine trinkbare Flüssigkeit destilliert. Ich habe so eine Reise leider noch nie selbst erlebt. Ich bin also euer Versuchskaninchen. Als Priester von Mara hat der Trank keine Wirkung auf mich. Der Torpor funktioniert nur bei Priestern von Vermina oder Ungläubigen. Wisst ihr, wo ich den Tropfen Torpor finden kann? Ich glaube, es gibt ein Labor im Ostflügel. Dort müssten wir eine Probe finden. Let's go. Das Labor grenzt an die Bibliothek an. Ich hoffe, wir finden noch eine intakte Probe des Torpors. Pfeife ich mir das gute Zeug drin, hä? Da, wo hängt's denn noch? Ah. Komm. Mach deine die Mühe. Bleib gerade, Laie. Weiter geht's. Let's go, hell yeah, brother. Er steht halt wirklich so. Alter. War der Tengi. Ey. Zack. Kopfkürze gemacht, Alter. Das ist ein Laser, ich mich hier an, ey. Oh, hier finde man ganz viel Zutaten. Sogar wieder Detraherz. Jetzt, da sie erledigt sind, müssen wir den Torpor finden. Woher weiß ich, wie er aussieht? Er sollte sich in einer kleinen Flasche befinden und wie ein Trank aussehen. Ich werde hier mit der Suche beginnen. Ja. Der Torpor müsste in einer großen Flasche mit Flüssigkeit sein. Bringt sie mir, wenn ihr sie findet. Ich hab ne! Hey, ich hab ne! Ja, mein Sohn? Wie kann ich euch helfen? Ich habe den Torpor gefunden. Ich bin erleichtert, dass ihr eine unbeschädigte Flasche gefunden habt. Hier sieht es aus, als wären Orks auf Plündertour gewesen. Bis hierhin habe ich uns gebracht. Aber den Rest des Weges müsst ihr uns führen. Trinkt. Hier, jetzt? Das Schicksal von Dämmerstern liegt in dieser winzigen Flasche. Je länger wir warten, desto mehr Schaden kann Vermina diesen armen Leuten zufügen. Ich verstehe euer Zögern, aber ich verspreche euch, dass es funktionieren wird. Okay. Dann machen wir weiter. Es gibt noch viel zu tun. Hau ich mir mal das Zeug hinter die Ohren. Zaubertrank. B10. Oh. Die Orks sind ins Allerheiligste eingedrungen, Bruder Waren. Wir müssen durchhalten. Der Schädel darf ihnen nicht in die Hände fallen. Aber es sind nur noch eine Handvoll von uns übrig, Bruder. Dann haben wir keine Wahl. Das Miasma muss freigesetzt werden. Das Miasma? Aber, Bruder... Es gibt keine Alternative. Es ist Verminas Wille. Und was ist mit euch, Bruder Kasimir? Seid ihr bereit, dem Willen von Vermina zu dienen? Ich habe meinen Seelenfrieden gefunden. Ich bin bereit. Dann ist es entschieden. Bruder Kasimir, ihr müsst die Barriere aktivieren und das Miasma freisetzen. Lasst euch von nichts davon abhalten. Bruder Torek, wir müssen hierbleiben und den Schädel, falls nötig, mit unserem Leben verteidigen. Einverstanden. Bis zum Tod. Bis zum Tod. Dann soll es geschehen. Lebt wohl, meine Brüder. Hell yeah, Brother. So, dann muss ich mich jetzt so durchkämpfen oder eher durchsprinten. Leb wohl, mein Bruder. Oh. Oh, der hat sich einen Schlurf gelegt. Ey, wo komme ich hoch? Ah, hier. Oh, die Sicht ist echt kacke. Einfach durch hier.
Ey! Weg mit dem Scheiß. Es hat funktioniert. Mara sei gepriesen. Nachdem ihr den Torpor getrunken habt, seid ihr verschwunden und auf der anderen Seite wieder aufgetaucht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es war unglaublich, als ob ich wirklich dort gewesen wäre. Wie ich euch beneide. Es muss spannend sein, die Geschichte mit den Augen eines anderen zu sehen. Aber ich habe mich damit abgefunden, über diese Wunder im Rahmen meiner Erforschung des Schädels nur zu lesen. Darüber reden wir später. Wir müssen weiter. In der Tat. Meine Verehrung für Verminas Machenschaften sollte unsere Mission nicht gefährden. Ich entschuldige mich. Das Allerheiligste liegt vor uns. Wir müssen zum Schädel gelangen und den Problemen Dämmersterns ein Ende bereiten. Oh je. Geht voran. Alles klar. Komm, wir müssen zum Schädel und ihn zerstören. Nee, nicht kaputt machen. Ich brauch den Junge. Weg mit dir. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Selbst Rox steht hier auf. Alle Ingeschlof hier. So. Müssen wir mal hier lang. Er redet von Jahrzehnten und die haben alle so lang geschlafen. Mein Lieber. Was? Wären, Torek, ihr lebt. Dafür habt ihr keinen Dank verdient, Kasimir. Diesen Namen benutze ich nicht mehr. Ich bin Erandu. Priester von Mara. Ihr seid ein Verräter. Ihr habt uns zurückgelassen und seid geflohen, bevor das Miasma auf euch wirken konnte. Nein, ich hatte Angst. Ich war nicht bereit zu schlafen. Ich habe genug von euren Lügen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr den Schädel zerstört, Priester von Mara. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Ihr für Lady Mara. Ich lerne das nur euch, Alter. Hä? Was ist denn jetzt los, Alter? Wie konntet ihr, Erandur? Es wird Zeit. Wir müssen den Schädel zerstören. Wenn ihr einen Schritt zurücktretet, führe ich das mir von Lady Mara gewährte Ritual aus. Ich kannte Veren und Torek. Sie waren meine Freunde. Ist das die Strafe für meine Vergangenheit? Ist es Maras Wille, mich so zu quälen? Zuerst eine Beschwörung, um die Barriere zu entfernen. Mach mo. Aber das Ding löschte ganz, Alter. Ich rufe euch an, Lady Mara. Der Schädel hungert, er sehnt sich nach Erinnerungen und fügt ihnen neue Albträume hinzu. Gewährt mir die Kraft, diese Barriere zu durchbrechen und den Schädel in die Tiefen des Reichs des Vergessens zu schicken. Er betrügt euch. Wenn das Ritual vollendet ist,
wird der Schädel frei sein. Und dann wird sich Erandur gegen euch wenden. Schnell! Tötet ihn jetzt! Tötet ihn und beansprucht den Schädel für euch. Okay. Wenn Mina befiehlt es euch. Nein! Let's go! Oh yeah! Oh Fee, schnapp sie dir alle! Oh, haben wir sogar jetzt schon alle Dietrische Artefakte. Sind wir buff, ne? Mein Lieber. Und die Trophäe. Schnapp sie dir alle. Da ist er. Der Schädelspalter. Ach, der Schädel der Korruption. Der Schädelspalter, ja moin! Und wir haben die Trophäe, alle Dietrischen Artefakte. Hell yeah, brother. Gut, wir bewegen uns einmal Richtung Ausgang. Gehen wir Moserana, die Neuigkeit bringe hier. Alter, wie geil. Alter, wie geil. Ich dachte, es wären noch zwei, aber Sinamo. Waren es doch nicht noch, noch zwei. Ah. Easy. Gar kein Problem. Und raus aus dem Loch. Lasst uns nach drin gehen oder in eine Höhle. Ach, Serana ist schon weit drin. Klappt mal, Arsch, nichts so passt. So, Freunde der Nacht, wir haben die Trophäe für alle Dietrichen Artefakte. Und somit fehlen uns da nur noch 9 Trophäe. Und ich hätte gesagt, wir machen an der nächsten Folge dann weiter mit der Diebesgilden-Questline. Da müssen wir noch die Diebesgilde zu ihrem alten Ruf wiederbringen. Und da zeige ich euch, wie man das mache. Dauert auch ein bisschen. Und dann geht es dann mit weiter. Und dann sind es eigentlich noch Kleinigkeiten, die man machen müsste. Die kriegen wir dann auch noch. Abba, dabba, rugidi, zugidi. Und dann haben wir das Ding auch durch. Dann haben wir Skyrim auf Platin. Hat ja lang genug gedauert bei mir als Platin-Spieler. Weil ich mehr Pause zwischen heute wie sonst was. Aber egal, dann ist es gemacht. Und auf zum nächsten Projekt. Somit beende ich diese Folge und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.